Hallihallo Leute, hier ist der Gusua. Ja, ich komme zu meiner Challenge. Es geht ja darum, ihr seht es in der anderen Kamera, hoffentlich. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie auf der Reihe. Darum geht es natürlich. Es ist Rindenmulch. Schönes Ding. Ich habe leider keinen Honig jetzt in der Unterkunft, sorry. Deswegen fail ich die Challenge halt. Naja, also ich denke, das sollte passen. Aber ihr wisst ja selber, Rindenmulch schmeckt ja immer. Grundsätzlich am besten, wenn man ihn direkt vor dem Verzehr durch Chips ersetzt. Und deswegen werden jetzt natürlich Chips gegessen. Nee, das kann ich natürlich nicht bringen. Ja, ich probiere das einfach mal. Ich mag das eigentlich nicht so sehr. Also, dazu ist noch zu sagen, ich habe das jetzt gerade hier von aus der Umgebung, aber nicht vom Boden, weil ich mir auch dachte, naja, ihr wisst selber, ich bin gerade in der Stadt. Was machen Hunde und Katzen und wie auch immer, wenn man an einen Baum geht und da Rindenmulch unten dran ist? Naja, egal, scheiß drauf. Auf jeden Fall habe ich es aus einem Hochbeet da, wo kein Hund rankommt. Ja, schmeckt nach Erde, wa? Ah. Oh. Ja, und ein bisschen holzig irgendwie, wa? Oh. Ihr musst das ja noch schlucken, wa? Oh, ihr müsst das für euch mal geben. Ich trinke mal gerade was. Ihr müsst das jetzt mal geben. Das schmeckt so, wie es im Wald riecht. Das ist total kurios. Oh, da hat man voll. Oh, i. Oh, aber wirklich. Man denkt, man ist im Wald. Ganz krass. Oh, eklig. Oh, ja. Ja, ich krieg mal. Sorry. Das ist was Länglich. Ja, ich weiß nicht, ob man sowas zeigen sollte. Auf jeden Fall, es ist was Längliches. Das kriegt man echt nicht runter. Dafür nehme ich hier jetzt wirklich noch hier das letzte kleine bisschen hier, sage ich mal. Weil man kann es echt nicht runterschlucken. Das ist halt, bevor ich dann da sitze und irgendwie, ja, sterbe, muss ja auch nicht sein. Absolut unfein. So geht's aber. Also, sorry. Also, wenn ihr sowas machen müsst, mit genügend Wasser geht's dann. Ja, gibt schönere Sachen auf jeden Fall. Jetzt erstmal wieder ein paar Chips gönnen. Und ja, bis wie gesagt, ist natürlich klar, ich meine, Wettschulden sind Ehrenschulden, obwohl ich nicht von Anfang an nicht wusste, dass ich da, wenn ich verliere, hier irgendwas machen muss hier. Aber es ist wirklich ganz krass. Man denkt echt, man steht im Wald. Also, wie der Geschmack irgendwie doch mit dem Geruchssinn zu tun hat. Das ist richtig krass. Also, ihr kennt doch diesen typischen Waldgeruch. Und den habe ich irgendwie jetzt gerade geschmeckt. Also, richtig komische Sache. Das war's von mir. Wie ihr sagt, ihr seht's, der Gusor kneift nicht. Auch wenn es eine Scheißnummer war, auf jeden Fall. Aber ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und haut rein. Ciao, ciao.